Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Fragerunde. Und vorab, wer hat gewonnen? Das Angelteam hat gewonnen mit 16 Gefällt mir Angaben. Stand heute Montag, der 22.01. Damit erstmal herzlichen Glückwunsch, liebes Angelteam. Bitte melde dich bei mir. info@catfishbibel.de. Schick mir deine Daten und natürlich, was du haben möchtest. Willst du das Buch oder ein T-Shirt? Welche Größe? Schreib mir da einfach eine E-Mail und dann mache ich dir das sehr gerne fertig. Die Frage ist sehr gut und die werde ich gleich in der nächsten Fragerunde dran nehmen. Es geht um das Interpretieren von Echolotbildern. Ich werde euch da einige Bilder in das Video einfügen und diese dann erklären. Aber erst nächste Woche. Schon mal vielen Dank für die rege Teilnahme. Hat mich wirklich gefreut, wieder unwahrscheinlich viele interessante Fragen rangekommen. Und das gehen wir dann in den kommenden Wochen durch. Und heute habe ich auch, ja, die Zettel werden immer größer. Dafür schon mal wieder vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich habe wieder unwahrscheinlich interessante Fragen bekommen und habe versucht, einen Mix rauszunehmen. Einmal von den Fragen, die mich per E-Mail, aber auch auf Instagram erreichen. Und natürlich sind die meisten Fragen hier von YouTube. Und da wollen wir gleich starten von Michael. Der hat schon vor einigen Wochen mir mal geschrieben, gleich bei der ersten Fragerunde, und schreibt: Schönes Format, Benny. Meine Frage an dich: Was empfehlst du Einsteigern, die nicht an die großen Flüsse Europas kommen? Angler, die an kleinen Flüssen leben mit überschaubarem Wallerbestand. Wie sollten diese Jungs vorgehen, wenn sie kein Boot besitzen, zum Beispiel aber auch erfolgreich auf Waller fischen möchten? Und der Micha hat dann gleich noch eine Frage, die kommt dann im Anschluss. Aber als allererstes diese Frage, weil die für viele interessant ist. Ich bekomme öfter eine ähnliche Frage von Leuten. Und das erste ist, kleine Flüsse, beziehungsweise auch, was empfehle ich Einsteigern? Ein Einsteiger ist für mich wirklich jemand, der noch kein Auto besitzt, der nicht irgendwo große Strecken an andere Reviere zurücklegen kann aus eigener Kraft und der dann wirklich angewiesen ist, auf seine Hausgewässer da zu fischen. So war es bei mir auch genau dasselbe. Und wenn ihr diese kleinen Flüsse habt, habt ihr ja immer im Umkehrschluss auch relativ kurze Anfahrtswege. Und da würde ich euch als erstes und mein bester Tipp ist bei sowas immer, gerade bei der Verwendung, also wenn ihr kein Boot einsetzen dürft oder wenn ihr keins habt, geht aktiv angeln. Geht Spinnfischen zu verschiedenen Tageszeiten und Nachtzeiten. Schreibt ein Fangbuch und schreibt euch alles genau auf. Dokumentiert euer Angeln und es geht nicht darum, nächtelang dort am Wasser unterwegs zu sein. Es geht darum, sein Gewässer kennenzulernen wie seine Westentasche. Wo sind Rückströmungen, wo sind unterspülte Ufer, wo sind Flachwasserpassagen, wo seht ihr regelmäßig Futterfische, wo sind aber auch Enten zum Beispiel regelmäßig zugange, wo wird viel geangelt und. All dies ist das Erste, was ihr wissen müsst. Und dann würde ich euch immer raten, angelt aktiv mit der Spinnrute, kleine Kunstköder, 12, 14 cm Gummifische, diese aktiv über den Grund gefaulenzt. Ich denke, ihr kennt diese Methode, nur rauswerfen, konstant, nur mit der Rolle beschleunigen, dass der Köder über den Grund hüpft. Damit könnt ihr diese passiven Fische abfangen. Falls ihr vermute, dass die Fische unterwegs sind, zum Beispiel bei steigendem Wasser oder wenn das Wasser eintrübt, könnt ihr auch mit leichten Kunstködern an der Oberfläche fischen, egal ob jetzt mit schwimmenden Wobblern oder ganz leichte Bleiköpfe, um den Gummifisch etwas höher zu führen oder natürlich dann auch Blinker. Das ist mein erster Tipp für kleine Gewässer und ich weiß es zum Beispiel, ein schönes Paradebeispiel davon ist die Mulde. Ich hatte einen Kunden, der das Buch gekauft hat, der mich dann angeschrieben hat über Instagram und er fischt an der Mulde in Sachsen-Anhalt und das Gewässer kenne ich auch, ist so ein typischer kleiner Fluss, der 20, 25 Meter breit ist, mittlerweile aber keinen geringen Wallerbestand mehr hat, also da ist mittlerweile schon gut was zu fangen und denen habe ich das auch geraten. Ich würde nie jungen Anglern bzw. allen Anglern, die solche Gewässer regelmäßig befischen, raten, dort nur das Ansitzfischen zu machen, weil in dem Moment, wo ihr das Ansitzfischen betreiben wollt, legt ihr euch immer fest für eine Passage, die ihr halt in euren 12, 14, 16 Stunden, je nachdem wie lange ihr dann vor Ort seid, befischt,
mit euren zwei Montagen, eventuell mit einem Freund sind es dann vier, aber nichtsdestotrotz, ihr angelt dann immer auf diese aktiven Fische. Natürlich könnt ihr auch passive Fische reizen, das ist natürlich auch möglich, aber mein erstes Vorgehen ist, um erstmal das Gewässer kennenzulernen, um wirklich zu wissen, wo was ist, Spinnfischen. Regelmäßig immer ein paar Stunden rausgehen, da lernt ihr viel, ihr seht viel und kriegt ein Gefühl für euer Gewässer. Und der Riesenvorteil ist, mit kleinen Kunstködern fangt ihr auch regelmäßig Zander, Hechte, Rapfen, Döbel, was halt so möglich ist. Und das ist halt ein kurzweiliges Angeln und ihr kriegt sehr schnell ein Gefühl dafür. Deswegen, Micha, mein Tipp, geh Spinnfischen. Und dann gleich zu deiner nächsten Frage, die mir sehr gut gefallen hat. Allgemeine Frage ist dir noch eingefallen, die ich mal auf meine Liste nehmen kann. Und du hast dann geschrieben, soll ja auch Leben machen, diese Fragerunde, genauso ist es. Umso mehr Leute das sehen, umso größer dieses Aktionsradiusfeld ist, umso mehr, glaube ich, nimmt jeder Einzelne auch mit. Und er hat eine coole Frage mir gestellt. Du machst jetzt schon sehr lange Videos. Viele kennen dich erstmal. Danke, dass du die Werbung in deinen Videos nur ganz wenig vorkommt. Finde ich klasse. Jetzt zur Frage, wie siehst du generell die Entwicklung Social Media? Das Netz ist ja voll mit Angelvideos, wobei vieles oft immer das Gleiche ist und das nervt mich. Da hat man oft das Gefühl, große Klappe und nichts dahinter. Ja, die meisten machen das, um Follower bzw. Klicks zu bekommen. Das Coole an deinen Videos ist, das ist echt ungeschönt, das macht dich vor allen Dingen aus. Wie sehe ich die ganze Entwicklung in 10, 20 Jahren? Das würde dich interessieren, Micha. Ich finde die Frage cool. Ich finde die echt gut. Und wo fangen wir an? Das Erste ist, was mir dazu eigentlich einfällt, dass unsere Gesellschaft halt so geworden ist, diese schnelllebige, ganz, ganz schnell. Keiner hat mehr Zeit, keiner kann mehr warten, immer unter Strom. Und dazu vielleicht mal ein Beispiel, weil mir das immer wieder, auch jetzt bei dem Schreiben vom Buch ist mir das aufgefallen, wo ihr vielleicht erstmal denkt, das hat damit nichts zu tun. Aber wo ich angefangen habe mit Angeln und habe dann wirklich meine ersten größeren Karpfen gezielt gefangen, war die erste Prämisse, man wollte ein Bild davon haben. Das kam dann so, wo ich Jugendlicher war, davor war das noch komplett uninteressant, seine Fänge zu fotografieren oder das Drumherum mal zu fotografieren. Aber irgendwann, wo ich so 16, 17, 18 war, die ersten Auslandstrips dann gemacht habe, war der Wunsch da, alles mal zu dokumentieren. Für sich selber, einfach nur um zu fotografieren. Und damals, ich weiß nicht, wie viele junge Leute mir hier zuschauen, aber damals war es halt so, man hat Bilder gemacht mit einem Fotoapparat, wo man noch einen Film eingelegt hat, wo man die Belichtung eingestellt hat, den ISO-Wert und so weiter und so fort. Und man hat nicht gewusst, wie das Bild aussieht. Man hat es nicht gewusst. Ich war teilweise zwei Wochen in Frankreich unterwegs, bin dann heimgefahren, habe dann drei Filme gehabt. Meistens so die 28er Folgen waren das, glaube ich. Also es gab 12er, wenn ich mich recht entsinne, 28er und 30er, ohne mich jetzt da festlegen zu wollen. Und nach dem Trip hat man das weggetan in eine Drogerie. Und nach einer Woche hat man seine Bilder geholt. Und da ist einem dann aufgefallen, wo man die durchgeguckt hat, dass manche falsch belichtet waren, die meisten waren dann unscharf, dann hat der Kopf mal gefehlt, da hat dies nicht gestimmt, das nicht gestimmt und dann war ein Bild dabei, was wirklich gepasst hat und das war, wo ich angefangen habe, völlig normal. Diese digitalen Geschichten kamen dann erst und das hat uns geprägt. Das hat uns geprägt, euch alle. Und deswegen funktioniert auch dieses Clickbaiting, weil keiner mehr diese Zeit hat, auf irgendwas zu warten. Wir scrollen nur noch durch und irgendwas, was dann für uns kurz augenscheinlich interessant ist, da wird mal ganz kurz angehalten, draufgeklickt, okay, passiert nichts, gleich weiter. Der Mensch hat einfach keine Zeit mehr. Und dann sagt er ganz nebenbei, ja, die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit ist dasselbe, nur wir nehmen sie uns nicht mehr. Das, finde ich, ist so eine Entwicklung, die mir extrem auffällt, dass immer alles hektischer wird und selbst jetzt in diesem Lockdown, die Leute sind alle so dünnhäutig. Jeder hat die Meinung zu irgendeinem Thema, wo man sich eigentlich überhaupt separat keine unabhängige Meinung bilden kann, weil wir nur bombardiert werden mit irgendwelchen Medien, wo wir selber gar nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch.
stimmt das alles so? Manche hinterfragen gar nicht, die brüllen dann gleich los, ja, so ist es. Und das sehe ich als Hauptgrund, warum das eben so funktioniert mit diesen Social Medias und Klicks. Es gibt ja so viele Videos, Riesenwels an der Schnur, Ausnahmefänge, was weiß ich, irgendwelche Titel und dann noch mit irgendeinem Bild dazu, mit einer krummen Rute und so. Und das ist halt geschuldet durch unser schnelles Konsum von unwahrscheinlich vielen Medien von außen. Ganz, ganz, so sehe ich das. Und ich denke, wie es halt ist in den nächsten 10, 20 Jahren, ich habe keine Glaskugel, aber was ich definitiv glaube in Bezug auf das Angeln an sich, es wird immer mehr Heroes geben, in Anführungszeichen, wirkliche Stars, die hunderttausende Follower dann haben, die einen Status dann erreicht haben, wo gar nicht mehr hinterfragt wird, was machen die eigentlich, sondern das sind dann absolut die Helden und wenn dann einer was dagegen sagt, ist er der große Buhmann. Oder wie kommen die zu den Fischen? Wissen die überhaupt, was sie machen? Oder ist es wirklich nur noch reine Verkaufsstrategie? Das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden, weil das ist wie zum Beispiel das große Kaufhaus im Internet. Die sind gewachsen in der Krise. Und viele kleine Unternehmen bei uns gehen bankrott. Die großen werden dadurch noch größer. Weil wo soll man denn noch bestellen oder was kaufen, wenn man was kurzfristig braucht? Dann geht man eben ins Netz und so sehe ich auch diese Entwicklung im Social-Media-Bereich von diesen Star-Anglern, Top-Anglern, egal ob jetzt männlich oder weiblich. Ich glaube, das wird noch mehr dann zunehmen, dass die irgendwann wirklich uns alles verkaufen können, vorstellen, präsentieren. Und eine andere Entwicklung, die ich sehe, gerade in der Waller-Szene, glaube ich, wird es so sein, dass es noch mehr darauf ankommt, Filmqualität zu liefern. Korda hat damit den Anfang gemacht, damals mit ihren ersten kostenlosen Videos, die man sich noch im Angelladen holen konnte, so eine Werbe-DVD. Ich glaube, viele von euch kennen diese Filme, die haben da Geld in die Hand genommen, extrem professionell gemacht und man soll ja da immer ehrlich sein, ich gucke ja diese Filme nicht, um da jetzt noch was groß zu lernen, sondern weil es mich einfach unterhält, also für mich zumindest. Ich lerne jetzt da nicht wirklich, wie die angeln oder so, weil meistens angle ich eher an anderen Gewässern, aber davon abgesehen ist es halt so professionell gemacht, dass man sich das angucken kann. Dieses Level werde ich nie erreichen, das ist aber auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja immer wirklich, das, was ich mache, zu transportieren und so wiederzugeben. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass in den nächsten Jahren es noch wichtiger wird, Profiqualität abzuliefern, um die Leute bei Stange zu halten. Irgendwann wird halt nur so Marktschreier-Gehabe auch nicht mehr bei allen Leuten ziehen. Die wollen dann halt auf der einen Seite Qualität, Unterhaltung und natürlich auch ein bisschen was mitnehmen und auf der anderen Seite wird das eh so kommen, weil alle Firmen darauf angewiesen sind, da Kunden zu generieren und auch bei einer Marke zu binden. Also wie gesagt, ich finde die Frage sehr interessant. Ich hoffe, ich habe erstmal so meine Gedankengänge dahinter festgelegt, will mich da aber nicht festbeißen, weil wir haben so viele interessante Fragen. Vielen Dank, Micha. Wenn du weitere Fragen hast, einfach wieder unten in die Fragerunde rein. Vielen Dank und dann kommen wir zum Johann. Ja, ich hätte dir ein paar Fragen gestellt. Sorry, dass sie mal ein bisschen länger werden, kein Problem. Ich fische schon über 10 Jahre auf Waller, bevorzugt in La Motta, aber auch Spanien, Ungarn etc. Bei mir zu Hause an meinem Hausgewässer seit 15 Jahren ein Bereich mit einer 12 bis 15 großen Hektar großen Baggersee. Ist auf ein paar relativ 99% der Leute fischen dort auf Karpfen. Wir haben gute 25 bis 30 Kilo sogar. So, generell alles große, gute Hechte wegen den Seerenken etc. Struktur, gut umlaufend, relativ zügig runter auf 5 Meter, dann Badewanne, Krautkanten und Felder, Altholz, Einlauf, also genügend Spots. Ich fische zu wenig intensiv auf Waller, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe schon versucht, aber außer Fehlbissen von kleinen war da nichts und Hechte. Alles auf Knochen und immer im Uferbereich, im Bereich der Kante. Welche müssten eigentlich richtig gut drin sein, vor über 20 Jahren schon reingekommen und in den anderen Seen gibt es sie ja auch.
Aber bis dato weiß ich nur von einem 1,20er bei uns beim Spinnfischen. Frage A. Ich persönlich sehe auf jedem guten Welsgewässer eigentlich regelmäßig Waller, sogar im Dezember am Pro, aber in meinem Hausgewässer nichts. Das lässt mich am meisten zweifeln. Frage B. Warum fangen wir beim Karpfenfischen nicht einen Waller? Ist doch auch untypisch, aber es gibt diese Runs, die man einfach nicht halten kann und mit Schnurbruch enden. Sehr selten, aber was ist passiert? Kann es sein, dass die nicht sammeln? Raubtier, wenig großer Aufwand für den hohen Energieaufwand, dass sie nur Renken bzw. Köderfische fressen oder Krebse? Und Frage C. Wie halte ich mir die Hechte vom Leib? Ich fische gern kleine Köder, 25 cm bis 35 und habe kein Vertrauen in große Köder. Sind auch zu auffällig. Tod am Grund ist wegen der Krebse fast sinnlos. Und davor, Krebs oder Tintenfisch hatte ich noch nie Aktion. Spinnfischen gehen auch viele, aber außer Hechte nichts. Johann, eine ganz interessante Frage, die einige von euch, glaube ich, auch da draußen brennend interessiert. Und das erste ist schon mal, ich hatte das glaube ich schon in der zweiten Fragerunde, weil mir das öfter dann passiert. Vor 20 Jahren wurden Waller eingesetzt, die müssten ja mittlerweile umgefangen, regelmäßig kleinere beim Grundangeln und. In meinen Augen deutet alles darauf hin, dass der Bestand sich noch nicht entwickelt hat. Das kann alles sein, aber wenn vor 20 Jahren dort schon Waller reingekommen sind, müsstest du dort regelmäßig vom Fängen hören. Das ist einfach so. Wenn du dort die Nadel im Heuhaufen jagst, brauchst du auf der einen Seite viel Vertrauen in das, was du tust, und auf der anderen Seite dieses Sitzfleisch, um das durchzuziehen. Und solche Gewässer, wenn ich sowas höre, geh doch einfach mal schnorcheln oder versuch mal mit Unterwasserkameras, die gibt es ja mittlerweile. Auch dir mal einen Futterplatz anzuschauen vom Karpfenangler oder bau selber einen auf und dann wirst du sehen, was unter Wasser los ist. Für mich macht sehr oft den Eindruck, ähnliche Gewässer, weil ich kenne das, wo die Bestände einfach noch nicht da sind. Dort gibt es Waller, aber im Verhältnis zur Gewässergröße, ja, ist das definitiv so, dass das ja die Nadel im Heuhaufen ist. Das erste, was du gefragt hast mit diesem, du siehst regelmäßig Waller. Ja, dort wo ein guter Bestand ist, sieht man schon Fische, aber ich kenne zum Beispiel die Elbe oder auch Mulde, was ich vorhin gesagt habe, dort habe ich selber viele Nächte verbracht. Dort siehst du kaum Fische an der Oberfläche. Ganz, ganz selten. Das liegt irgendwie an der Gewässerstruktur, dass dort die Fische ein bisschen anders reagieren. Po ist ja eh so eine kleine Besonderheit, weil halt die Fische dort sich so auf die Meereschen eingeschossen haben, weil zum Beispiel in Ebro, den sogenannten Zwischenstau, wo ich öfter angel, dort siehst du auch keine Fische an der Oberfläche. Ganz selten, und ich angel dann auch mal an der Oberfläche. Die Fische, die du an der Oberfläche siehst, ist mal so ein Roll. Also, dass sie so mit dem Schwanz aufs Wasser schlagen, ja, das sieht man. Aber ein aktives Fressen an der Oberfläche so gut wie gar nicht. Und ich habe dort festgestellt, reine Oberflächenmontagen, die am Po super funktionieren, gehen dort gar nicht oder schlecht, sehr schlecht. Und deswegen, also das kann man nicht immer so pauschal beantworten. Das ist mein erstes dazu. Das zweite ist, warum fangen die Karpfenfischer nicht einen Waller? Habe ich, glaube ich, gerade als Anfang beantwortet, weil ich glaube, dass die Bestände noch nicht vorhanden sind. Und dann, es gibt aber diese Runs, die man nicht halten kann und mit Schnurbruch enden. Meine Erfahrung ist, ich habe eigentlich noch nie einen großen Waller auf die Karpfenrute gefangen, der einen Run gemacht hat. Das ist schon mal das Erste. Es ist meistens sehr, sehr oft so, dass der am Grund stehen bleibt. Der konzentriert sich dann darauf und sammelt einzelne Partikel auf, ganz langsam. Und ich habe sehr oft die Waller, die ich auf die Karpfenrute gefangen habe, und das waren schon ein paar, die bleiben stehen. Das geht dann immer so beep, beep. Das denkt man meistens ein Brasse oder so. Und je nachdem, wie groß der Fisch ist, kann man den erstmal wirklich einen Meter oder so ranpumpen und dann merkt man schon, okay, es ist schwer und dann geht es andersrum. Was passieren kann, wenn du Vollwands hast, das kommt immer so ein bisschen auf die Methode drauf an und auch auf die Jahreszeit. Es gibt viele Gewässer, wo die Karpfen immer so über den Grund, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, parasitenlos werden oder auch Futterplätze prüfen. Das machen sie auch sehr gern mit den Flossen und gucken, wie verhalten sich die Köder. Und da kann es durchaus sein, dass ihr den einen oder anderen Fisch hakt.
So, und wenn du natürlich einen 15 Kilo Fisch hakst, einen Karpfen, der macht natürlich richtig Dampf. Da, ein Waller macht meistens nicht so einen Dampf. Und da ist es dann schon mal so, dass man den verliert. Das zweite ist, wie ich das rauslese, wirfst du dann, weil wenn du vom Boot aus drillen kannst oder auch deine Ruten ablegen kannst, passiert es eigentlich selten, dass ich einen Fisch durch Schnurbruch verliere. Wenn du mit dem Boot drauf kannst und dir passiert das mal wieder, dass was Großes an der Karpfenrute hängt, fahr mit dem Schlauchboot hinterher, verkürzt den Winkel, dass du direkt über dem Fisch bist. Das wäre so mein erstes dazu. Also wie gesagt, ich habe schon sehr große Fische, auch über 2 Meter gefangen, da war eigentlich nie ein One dabei. Meistens nur so ein paar kurze Pieper. Also Johann, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich würde an so einem Baggersee, wie du ihn beschreibst, mit 12, 15 Hektar, entweder auf Karpfen weiterfischen, würde aber versuchen mit Unterwasserkameras oder im Sommer mal mit Schnorcheln, einfach mal zu sehen, was ist wirklich unter der Gewässeroberfläche, und wenn ich darf, definitiv mit einem Schlauchboot raus klopfen. Dieses Hechtangeln und so, wie gesagt, das kannst du nicht umgehen, dass du diese Fische fängst, wenn du mit Köderfischen angelst. Von daher ist das für mich das Indiz, dass der Wallerbestand noch nicht so vorhanden ist. Aber wie gesagt, so würde ich da rangehen. Und dann, wenn ich auf Grund angel, würde ich mit relativ großen U-Posen fischen, um das Ganze hochzubekommen, und würde dann sehen, ob die Krebse immer noch ein Problem sind. Genau, so würde ich da rangehen. Auf jeden Fall da schon mal viel Erfolg, Johann, und danke für deine Frage. Genau, das war das. Ja, für dich ein neues Projekt für dieses Jahr. Wie gesagt, dazu auf jeden Fall viel Erfolg. Kannst uns ja mal schreiben, wie das gelaufen ist, weil das ist definitiv, ja, wenn du da schon regelmäßig vor Ort bist, nicht so ganz ohne. Gerade Baggerseen hatte ich schon mal kurz angesprochen mit diesen Freiwasserfischen, aber so würde ich da dran gehen. Weil ich konnte das jetzt hier nicht rauslesen, ob du mit dem Boot drauf darfst oder nicht. Der Thomas hat dann geschrieben, hallo Benny, kannst du mal die Vorgehensweise bei der Staffelung der Ruten aufzeichnen und vorzeigen? Bei 6 Ruten, flussauf und flussab in verschiedenen Tiefen und keine Montage bei einem Drill einzukassieren. Ufer und Bootsangelei im Fluss. Grüße, Tom. Auch dazu vielen Dank erstmal für die Frage, Tom. Rutenstaffelung, hier gehen wir jetzt von 6 Ruten aus, aber das ist dann vollkommen egal, ob 4, 6. Es ist immer wichtig, dass ihr euch einen Plan macht, und das kommt in erster Linie auf das Ufer an, wo ihr stationär ansitzen wollt. Und ich mache es dabei ganz gerne so, ich fische gerne mit 6 Ruten, weil ich halt viel in Italien bin, auch mit 3 Gästen. Also wir spannen dann keine 9 Ruten oder 12, weil ich ja auch einen Angelschein habe. Wir fischen wirklich nur relativ wenig Ruten. Das liegt in erster Linie daran, umso mehr Ruten ihr setzt, umso mehr fahrt ihr mit dem Boot hin und her. Das verursacht immer Krach. Die Fische, die schon in dem Bereich sind, können dadurch extrem argwöhnisch reagieren, gerade wenn die nicht richtig unterwegs sind. Das kann ein Riesenproblem sein. Das zweite ist natürlich, meine Erfahrung, umso mehr Schnüre im Wasser sind, ist es sehr häufig so, dass die Fische das irgendwie mitkriegen durch Schnurvibrationen und. Und dann das dritte, die Gefahr, dass ihr eine Montage einkassiert. Das passiert aber mit der richtigen Staffelung so gut wie gar nicht. Und da gebe ich euch ein ganz einfaches Beispiel. Kurzer Winkel, langer Schnurwinkel. Ganz, ganz wichtig, das müsst ihr erstmal unterscheiden. Was ist ein kurzer Schnurwinkel? Kurzer Schnurwinkel, ihr legt zum Beispiel eure Unterwasserposenmontage mit Hilfe vom Stein aus und fahrt in einen relativ kurzen Winkel ans Ufer und geht dort in einen Bendstick oder über ein Stück Holz mit der Schnur und habt so einen kurzen Schnurwinkel von dem Ast bis zur eigentlichen Montage. Das ist das eine. Dabei orientiere ich mich immer so, vollkommen egal, ob jetzt langer Schnurwinkel oder kurzer. Die erste Rute flussab ist immer die weiteste. Immer die weiteste und die Rute, die am flachsten liegt. Und dann wird das abgestaffelt. Und dann, wenn ich einen kurzen Schnurwinkel fische, sind da durchaus 20 Meter Unterschied zwischendrin. Deswegen fische ich sehr lang auch raus, obwohl ein Großteil von der Schnur übers Ufer geht. Und staffel dann so meine Routen ab. Und die kürzeste vom Platz aus gesehen ist immer die tiefste dann
aber kurze Distanz von meinem eigentlichen Angelplatz. Strom auf, gehe ich genau andersrum vor. Da liegt die Route am Ufer, auch zwar am flachsten, aber am kürzesten. Und das hat damit zu tun, wenn ein Biss kommt, kann ich unter den anderen Routen drunter hindurchgehen. Bei einem Langschnurwinkel, wo ihr die Schnüre nicht umlenkt, sondern nur mit dem Fluss fischt, ist es extrem wichtig. Ich nehme mir als Orientierung immer der Punkt, wo meine Schnur ins Wasser geht, dort setze ich die nächste Montage. Das sehe ich dann immer auf dem Fluss sehr schön. Ich verlinke euch auch mal ein Video, dicke Waller von der Sandbank. Ich hoffe, hier oben kriege ich das eingefügt oder unten vielleicht in der Videobeschreibung. Auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall einfach mal durchgucken, da findet ihr das und da erkläre ich das nochmal. Ich mache es sehr gerne so, bei einem Langschnurwinkel, wo die Schnüre einfach in den Fluss hineingehen, Fluss ab, lege ich die erste Rute am weitesten, am flachsten ab, dann fahre ich mit meiner zweiten Rute raus und dort, wo die Schnur ins Wasser geht, setze ich meine zweite Montage. Und genauso mache ich das mit der dritten und deswegen ist es sehr häufig so, dass ich zwar eine riesen Sandbank habe, aber wirklich nur drei Routen ordentlich setzen kann, weil dann habe ich am wenigsten Scheuchwirkung. Ich habe diesen Areal effektiv zugemacht und wie gesagt, flussauf mache ich es genauso, aber genau umgekehrt. Da ist die erste Route am Ufer, zwar die flachste, aber die kürzeste. Wenn dann Biss kommt, kann ich unter den anderen drunter durch und kann so frei drillen. In dem Moment, wo ich drunter durchgehe, ihr habt da was ganz selten, dass ihr einen Fisch überhaupt an der Route merkt. Der kommt euch entgegen und dann nehme ich nur die Schnur quasi auf, fahre in der Zeit schon raus und fange dann an zu drillen. So gehe ich bei der Staffelung vor. Danke für die Frage, Thomas. Dann kommen wir zu Michael. Sehr schönes Videoformat. Vielen Dank. Eine Frage an dich. Ich angle an einen kleinen Baggersee und dort gibt es viele kleine Waller, maximal bis 1,40 Meter Länge. Größere wurden noch nie gefangen. Wie viel Wurfgewicht sollte die Rute haben? Was kannst du empfehlen? Was für Schnurstärke, Mono oder Geflocht wäre empfehlenswert? Vielen Dank für deine Rückmeldung. Danke Michael für die Frage. Solche kleinen Baggerseen würde ich immer befischen. Kommt auch wieder darauf an, darfst du werfen, darfst du nicht werfen. Auch, was ist deine Maximalgrenze von den Kosten? Kannst du dir alles Mögliche kaufen? Aber eine schöne Universalrute ist 3 Meter lang und hat 300 Gramm. Das hört sich natürlich auch für diese kleineren Fische vielleicht etwas stark an. Aber du hast den Vorteil, dass du mit dieser Kombo auch mal werfen kannst. Gerade jetzt mal ein schweres Blei. Du brauchst dann schon 150 Gramm. Da würde ich dann schon so eine 300 Gramm Rute empfehlen. Und vor allen Dingen ist es immer wieder so, dass du irgendwann Blut leckst und dann woanders hinfahren möchtest. Und dann hättest du irgendwann ein Setup für jedes Gewässer, was du beangeln willst. Und deswegen würde ich mir immer eine Kombination zulegen, die ich überall mit Vertrauen einsetzen kann. Und hier zum Beispiel würde ich fischen die Black Passion. Das ist eine extrem preisgünstige Rute, aber es ist ein Glasblank, dadurch ist sie wirklich relativ weich, aber zum einen unzerstörbar, zum anderen ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr kriegt die Ruten nicht kaputt. Das Ganze gefischt mit einer Passion Stationärrolle, geflochtene Schnur 0,45, 0,50 reicht dann vollkommen aus in diesen Gewässern und du kannst die Schnur auch und die Kombination auch an anderen Gewässern nehmen und hast ungefähr 100, ich glaube 120 Meter auf den großen Passion rollen und hast eine Combo, die du überall einsetzen kannst, wo du Spaß hast mit kleineren Fischen im Drill, wo du auch mal eine Montage werfen kannst und wenn du irgendwo anders mal hinfährst im Urlaub, tralala, kannst du diese Montage auch einsetzen und musst dann nicht extra, wenn du mal an den Rhein willst oder an die Elbe, dir ein anderes Gerät dafür kaufen. Das würde ich dir empfehlen. Dann habe ich eine Frage gekriegt. Servus Benny, kurze Frage noch. Was hältst du am Po von Katzenwelsen oder Barben als Köderfische? Hatte Markus mir geschrieben, vielen Dank. Und was nicht schlecht wäre, hat er noch geschrieben, eine kurze Beschreibung, warum du welchen Köder mit U-Pose oder oberflächennah präsentierst. Auch dafür danke Markus für die Frage. Katzenwelse halte ich extrem schlecht, also für einen extrem schlechten Köderfisch. Barben, ja, waren früher mal definitiv mega Köder, habe ich extrem viele Fische gefangen, ist aber die letzten Jahre rückläufig. Warum, kann ich nicht immer so genau sagen. Das hat definitiv nichts mit den Beständen oder so zu tun, weil Barben
Sinn im Po ausreichend vorhanden? Katzenwälse ist eine Inversion geworden, gerade hier so die. Fängt man eigentlich bei jedem Wurf an jedem Platz mittlerweile, egal ob auf Maden, Würmer, Mais, fängt man sehr, sehr oft diese Katzenwälse. Und ich habe damit schon oft geangelt. Ich hatte damals vor einigen Jahren, wo das Katzenwälzproblem noch gar nicht so da war, ein Gast bei mir auf dem Boot, der ursprünglich aus Russland kam, und der sagte mir, das ist der beste Köderfisch, den es gibt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Woche mit einem Katzenwels gefischt, den habe ich dann jeden Tag mit hin und her gefahren und habe es nicht geschafft, da drauf einen Biss zu bekommen. Wir haben unsere Fische gefangen, aber nicht auf Katzenwels. Und dann habe ich das in den Jahren da drauf immer mehr versucht. Die Bestände sind auch wirklich explodiert. Damals war das noch ein Highlight, einen Katzenwels überhaupt zu fangen auf die Fiederroute. Heute, wie gesagt, vollkommen normal. Und ich habe noch keinen einzigen Waller damit gefangen. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir haben da drauf schon gefangen. Aber ich glaube wirklich, dass das nur ein Notköder ist. Bevor er gar nichts rausfahrt, klar, ist das besser noch wie eine Montage, die am Ufer steht. Auch dann können wir natürlich damit einen Fisch fangen. Aber das ist kein guter Köderfisch. Dann kam nochmal der Hinweis, da musste ich so ein bisschen drüber schmunzeln. Du konntest damit keinen Fisch fangen, du musst die Flossen abschneiden. Ja, lass ich erstmal so im Raum stehen, woher soll der Waller dann wissen, dass da die Flossen abgeschnitten sind, deswegen frisst er dann nur den. Ich lasse euch da draußen jeden seine einzelne Meinung zu von dieser Aussage. Und dann kommen wir zum Barben. Barben, wie gesagt, waren die letzten Jahre schlecht, habe ich auch selber nicht mehr intensiv geangelt. Und da nochmal was zu der U-Pose und oberflächennah. Ich habe den Katzenwels sowohl, aber auch die Barben oberflächennah gefischt, weil immer der Hintergedanke war, dass die Gas geben. Ja, das ist ein Fisch, der nach unten will. Und wenn ich den an der Oberfläche präsentiere oder im Mittelwasser, dass der immer bestrebt ist, nach unten zu flüchten. Und wenn wir diesen lebend anbieten dürfen in Italien, ist es halt so, dass der konstant arbeitet. Aber dort waren diese Köder extrem schlecht. Barben habe ich sehr gut gefangen, gerade mit kleineren Modellen. Ganz unauffällige Köderpräsentation, meistens zwei Mikrofloats oder drei auf ein sehr langes Vorfach und dann wieder der Hinweis, wenn ich die gefischt habe, in die Steinpackung reinzulegen. Nicht unten in die Sohle, wo tiefes Wasser ist mit Strömung. Kleine Barben, so 15, 20 cm in die Steinpackung direkt reingelegt. Ist eine Rute, die geht nicht konstant, aber wenn die ging, gute Fische, sehr gute Fische. Wie gesagt, ein anderer Köderfisch war meistens besser, aber wenn Barben ging, habe ich damit schon richtig gute Fische gefangen. Wie gesagt, deswegen würde ich die meistens oder immer eigentlich mittlerweile bevorzugt an der U-Pose fischen, anstatt dann oberflächennah. Markus, ich hoffe, ich konnte deine Frage einigermaßen plausibel beantworten. Und dann kommen wir gleich zur nächsten. Ich habe gestern dein informatives Video gesehen und direkt zwei Fragen an dich, die dich schon länger beschäftigen, der Kevin. Dieses Jahr werde ich am Rhein fischen und an einem See mit direktem Rheinzugang. Ich frage mich, welche Sorte der beste Köderfisch dafür ist. Ich denke da an Grundeln oder Brassen, Rotaugen. Bei den Grundeln frage ich mich, wie ich die am besten präsentiere. Eventuell an einem Madenclip oder an einem kleineren Drilling auf den einzelnen Spitzen? Fragezeichen. Die nächste Frage wäre, wonach du dich bei der tiefen Einstellung des Köders über den Grund richtest. Die Köderfische im Rhein sind ja grundorientiert, da denke ich so circa 1 Meter über Grund. Für deine Antwort schon mal vielen Dank im Voraus. Herzlichen Gruß, Kevin. Ja, Kevin, auch eine spannende Frage für viele Angler da draußen. Das erste ist, ja, Grundeln, definitiv ein geiler Köderfisch. In vielen Revieren mittlerweile, weil sie halt wirklich auch zur Plage geworden sind. Und da machst du es so einfach wie möglich. Und auf dem Drilling kannst du dir sicher sein, dass die Frühs auch noch hängen. Bei Madenclip habe ich jetzt im Oktober wieder intensiv probiert. Das ist ganz komisch, wenn da mal ein Zander drauf beißt oder vielleicht auch durch Wellenschlag, kann das ausreichen, dass deine Köder von diesem Madenclip sich runterziehen. Und deswegen würde ich eher einen kleinen Drilling nehmen. Ich weiß auch von Jungs, von Freunden von mir, die regelmäßig mit Grundeln angeln. Und die machen wirklich einen 3-0er Drilling und machen dann drei Stück auf ein Drilling. Also scheu dich da nicht. Sieht zwar komisch aus, aber ich weiß von denen, dass die damit regelmäßig fangen.
Tiefeneinstellung. U-Pose würde ich dann immer so fischen, dass du zwei verschiedene Gewichte hast und auch verschiedene Köderfische. Also ich würde das immer ausprobieren. Wie gesagt, die Grundeln wirst du relativ leicht bekommen, auch in größerer Stückzahl, von daher favorisiert. Aber ansonsten auch mal Rotaugen probieren. Brasse ist an Deadbait-System schlecht, weil die halt so hochrückig ist, dadurch eine hohe Strömungsangriff bietet, sehr oft sich dreht, dann lieber ein Rotauge nehmen, ist ein mega Köder, kannst du auch schön als Deadbait angeln. Ausbalancieren, immer dafür die nötige Zeit nehmen, das kannst du dann auch am Haar fischen. Die Deadbait-Systeme aus dem Hause Black Cat müssten bekannt sein, damit geht ihr oben unter dem Rückenmark durch, macht da wie so einen Kanal, schiebt euren Kork rein und nehmt euch dafür aber Zeit, nicht mal schnell um da reingestopft. Das muss passen. Und dann wirklich schön austariert, das guckt ihr euch immer im Flachwasser an, dass der Fisch schön steht. Macht lieber ein bisschen Kork mehr rein wie zu wenig, weil durch Wellenschlag, durch Schiffe, Wind und so weiter kann das dann immer noch sein, dass der sich dreht. Das ist Gift, deswegen immer darauf achten, dass der schön ordentlich steht. Und bei der Präsentation, wie ich mich danach orientiere, U-Posen fischen, ist halt so, es ist ganz selten, je nach Auftrieb vom Köder, dass der dann überhaupt so hoch kommt. Und ich, gerade jetzt, wenn das Wasser noch kalt ist und es wird warm, bin ein Riesenfreund von grundnah präsentiert. Es kann durchaus sein, dass der teilweise auffliegt und nur durch Wellenschlag oder so auch mal so hoch kommt. Aber ansonsten liegt dieser Köderfisch auf dem Grund oder dann 10 20 Gramm in dem Dreh. Das würde ich ausprobieren, aber wenn das Wasser noch kalt ist, würde ich wirklich meinen Köder mit 10 Gramm erstmal anfangen anzubieten und würde so anfangen. Und dann im Jahresverlauf, im Sommer, kann es durchaus sinnvoll sein, dann mal 60 Gramm zu fischen oder ansonsten mit der tiefen Einstellung würde ich dann halt auch so rangehen, wo sind die meisten Futterfische, so wenn die halt grundnah sind, muss da auch der Köder hin. Und deswegen guck dir das an. Wenn du anspannst, mache ich sehr gerne so. Also ein Meter über Grund ist schon relativ viel. Achte darauf, gerade wie gesagt, wenn das Wasser anfängt warm zu werden, dass du wirklich knapp über den Grund angelst. Das sind 20, 30 Zentimeter, ist schon hoch. Ein Meter ist dann schon komplett meistens unnatürliche Köderpräsentation. Deswegen, wenn es geht, würde ich da U-Posen angeln. Ist weniger auffällig. Weniger mit Stress und normal die bessere Köderpräsentation. Danke Kevin für deine Frage. Und ihr seht schon, es wird von Woche zu Woche mehr. Aber ich hoffe da draußen, dass euch das dann gefällt, dass ihr viele Fragen habt, ähnlich, die ihr dann bei euch umsetzen könnt. Und ich habe jetzt noch eins, wo ich selber sehr cool fand, diese Frage, hat mir Kai geschickt per E-Mail. Großes Lob für deine Fragerunde, bringst du sachlich rüber, weiter so. Vielen Dank, Kai, für das Feedback. Wie sieht's mit dem Verhalten aus vom großen Waller-Territorium? Mir ist aufgefallen, dass ich auf verschiedenen Strecken mein Hausgewässer, kleiner Industriefluss, mehrfach große Fische fange. Natürlich könnte man diese Stellen als Hotspot bezeichnen, an denen sowieso Fisch steht. Da manche Fische aber unverwechselbar sind und ich mit Abstand von ca. ein Jahr auch schon denselben Fisch gefangen habe, zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass derselbe ist, stellt sich die Frage, wie standorttreu sind große Fische? Grüße Kai. Ganz, ganz interessante Frage. Richtig beantworten kann ich die nicht, aber ich will euch dazu zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte ist vom Po Mittellauf, wo ich sehr viel unterwegs bin. Und vor einigen Jahren im Frühjahr war es ein Donnerstagnachmittag. Ich war im Camp, habe mein Boot gemacht und auf einmal kam ein Italiener vorbeigetrieben, der hat gedrillt. Und da hat man schon gesehen, es wird eine größere Geschichte. Und dann kam der rübergefahren, hat diesen Fisch im Boot und dann habe ich mit Bernhard zusammen den geholfen, habe den gewogen, fotografiert und haben wieder freigelassen. Ist ja in Italien alles kein Problem. Und der Fisch war 2,52 Meter, wenn ich mich richtig entsinne, aber relativ leicht. Ich glaube Anfang 90 Kilo. Der Italiener hat den Fisch beim Vertikalangeln gefangen, in unmittelbarer Nähe zum Camp, an der Steinpackung, tiefes Wasser, da hat der Fisch gelegen, hat ihn gefangen. Wir haben den Fisch released, auch sehr markantes Männchen vom Kopf her, also der war schon relativ markant. Und dieser Fisch wurde innerhalb von, ich glaube, 5 Tagen
dreimal dann dort gefangen. Dreimal. Einmal noch, glaube ich, gleich 2 Nächte später beim Ansitzfischen, wo sie 2 Jungs in die Steinpackung gesetzt haben. Die haben diesen Fisch gefangen. Ebenfalls dann im Camp fotografiert, gemessen, gewogen, wieder zurückgesetzt. Und dann wurde er nochmal gefangen, glaube ich, dann noch 2 Tage wieder später, wieder von Italiener, wieder beim Vertikalangeln. Und dieser Fisch war nicht nur extrem auffällig, auch von seiner Größe her war er natürlich so, dass sich jeder darüber unterhält. Und was aber dann passiert ist, war, der Fisch war weg. Ich kann mich nicht mehr erinnern, diesen Fisch gehört zu haben oder gesehen zu haben. Das ist wieder so ein Paradebeispiel, der kam innerhalb von einer ganz kurzen Zeit 3-mal, 2-mal auf dieselbe Montage vertikal und einmal beim Ansitzfischen, definitiv derselbe Fisch und seitdem nie mehr. Das kann sein, dass der dann durch diesen Angeldruck sich in andere Gebiete zurückzieht. Das kann sein, aber normal kenne ich auch viele große Fische, die standorttreu sind, definitiv. Also da kenne ich mehr wie ein. Und die zweite Geschichte dazu ist vom Kalle Decker, mein Freund aus Spanien. Der hatte mal am sogenannten Rosenplatz einen großen Albino gefangen mit Gästen. Ein extrem markanter Fisch, also so ein Kuhballer, der gelb war mit schwarzen Punkten. Auch sehr groß, ich weiß nicht mehr genau wie groß, aber ich glaube über 2,30 Meter. Und er hat den Fisch im Riberoja-Stausee gefangen, relativ nah an den Campor damals gearbeitet hat von Andres Angelreisen, wie gesagt mit Gästen, hat den Fisch gemessen, fotografiert und wieder zurückgesetzt. Und derselbe Fisch wurde dann ziemlich genau ein halbes Jahr später von einem anderen Camp 36 Kilometer in den Zulauf vom Ebro-Stausee gefangen. Auch relativ sicher, dass es derselbe Fisch ist, weil diese Musterierung ist normal einmalig, diese verschiedenen Punkte, und die hat wirklich gestimmt wie die Faust aufs Auge. Die Größe hat gestimmt und ein halbes Jahr später, wie gesagt, stand er in den Zulauf. Und da haben die mir dann erzählt, das ist normal für die, weil die Fische aus dem Stausee, dort wo es tief ist, ziehen die zur Laichzeit in die Zuläufe, um dort gemeinsam dort abzuleichen. Und im Winter, im Jahresverlauf, ziehen die wieder zurück, um in den tieferen Gefilden, dort wo André Angelreisen das Camp hat, dort den Winter zu verbringen. Das kann ich nicht unterstreichen, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich weiß von diesem Fisch und am Po kenne ich mehr wie einen Fisch. Aber die erste Frage ist ja, wie groß ist so ein Standort von einem Fisch? Und ich weiß es zum Beispiel relativ sicher von einem sehr großen Fisch, den ich beim Vertical Guiding mal hatte, dass ich diesen Fisch über 3 Jahre in einem Radius von 5 Kilometer regelmäßig gesehen habe mit dem Echolot. Und die Geschichte dazu ist auch sehr bekannt, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie standorttreu große Waller sind. Es ist auf jeden Fall auffällig, wenn die Wasserbedingungen passen, also von der Wasserhöhe her, von der Temperatur her, dann ist es schon so, dass man auf Ansage an gewissen Plätzen Fische fangen kann. Das ist so. Aber wie gesagt, was danach dann passiert nach diesem Fangen, das weiß halt keiner. Mir ist halt aufgefallen, wie mit diesem 2,52 Meter Fisch, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass der danach eigentlich nicht nochmal gefangen wurde. Und das, obwohl dort extrem viel geangelt wird. Da ist schon viel los, Italiener, Campgäste und so weiter, die versuchen da alles so gut wie es geht zu fischen. Und auf einmal in so einer kurzen Zeit kommt er 3-mal hintereinander raus. Davor war der eigentlich nicht wirklich bekannt und auf einmal war der wieder wie vom Erdboden verschwunden. Es kann auch sein, dass die dann ziehen, sind in einer gewissen Zeit dann da, fressen und ziehen dann weiter. Das kann alles passieren, aber so richtig kann das keiner dir beantworten, diese Frage. Mit einem kleinen Industriefluss wird sich's eventuell anders verhalten, weil hier unsere Flüsse auch gestaut sind sehr oft, wo die großen Fische meistens nicht weiter können. Aber von großen Karpfen wurde dann ja auch schon erzählt, im Neckar zum Beispiel kenne ich diese Geschichten, dass die durch die Schleusen gehen, um auch an höher gelegene Abschnitte des Flusses zu kommen, dass die da durchaus mit den Schiffen wechseln in die verschiedenen Reviere. Wie gesagt, so richtig sicher bin ich mir da nicht. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wo man schon große Fische gefangen hat, ist es immer wieder sinnvoll, wenn die Bedingungen passen, dort wieder anzugreifen.
Und dann kann es durchaus passieren, dass man denselben Fisch in den Folgejahren dort wiederfängt, wenn er natürlich released wird. Und das waren meine Beispiele dazu vom Po bzw. von Spanien. Aber wie gesagt, ich denke, da gibt es immer noch extrem viel zu lernen. Vieles, was wir denken zu wissen, kann ja nächstes Jahr schon wieder komplett anders sein. Und es ist ja ein Weiterentwickeln, ein definitiv konstantes Lernen am Wasser. Und deswegen finde ich es für mich immer wichtig, dass ich mir so Gegebenheiten nicht nur merke, sondern versuche, mir das aufzuschreiben, durchzuarbeiten. Und ich möchte euch an dieser Stelle animieren zu einer Frage, die ihr mir gerne unten in den Videokommentaren mal beantworten könnt und wollt. Das möchte ich hoffen. Wie steht ihr zu dem Thema Podcast? Ich habe extrem viele Titel hier auf Blättern, also wirklich große Themen, Vertikalangeln, Bootsverwendung und, die ich gerne besprechen möchte. Und habe mir gedacht, das Thema Podcast ist nach wie vor in der Angelszene noch gar nicht so angekommen, gerade in der Wallerszene. Ich habe da ja schon Podcast mitgemacht, aber ich denke, das ist so ein bisschen wieder eingeschlafen und das wäre für mich eine tolle Arbeit, weil ich selber extrem gerne Hörbücher konsumiere, weil ich viel Auto fahre, wenn ich zu den Revieren unterwegs bin, höre da sehr gerne Podcast und mich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Schreibt mir das bitte in die Videokommentare unten mal rein. Das würde mich interessieren, ob das angenommen wird oder ob man sagt, nee, wir wollen lieber bewegte Bilder. Aber da sind wir ja wieder bei dieser Eingangsfrage. Wo, denke ich, ist in 10 Jahren die Reise von den Social Medias? Ja, wie gesagt, Spielfilmqualität, glaube ich, das wird irgendwann kommen. Richtig, Spielfilm. Aber in dem Moment, wo es eine Spielfilmqualität ist, muss man immer davon ausgehen, dass 90% davon gestellt ist. Da passiert ganz selten die Sachen wirklich so, wie sie dann im Film zu sehen sind. Das ist meistens alles optimiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich kenne auch große Filmproduktionen, Angelfilme, wo ich weiß, die fangen erst den Fisch und wenn die den Fisch haben, bauen die die Story da drumherum, damit das halt für den Zuschauer dann spannend aussieht, der lange Weg dahin und so weiter und so fort. Sollte man auch immer so im Hinterkopf behalten. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese Fragerunde die Leute, die das konsumieren, positiv sehen, dass denen das was bringt. Ich hoffe, für alle da draußen waren interessante Fragen dabei. Die Jungs, die ihre Fragen hier hatten, ich hoffe, ich habe sie einigermaßen plausibel für euch beantwortet. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Lasst ein Like da, ihr kennt das Spiel. Buch, T-Shirt bekommt ihr in meinen Shop. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute, euer Benny. Ciao.